Unsere Top 5 der schwierigsten Videospiele. Los geht's! Nummer 5, Ghosts and Goblins. Das Spiel ist als eines der schwierigsten Jump'n'Runs aller Zeiten bekannt. Ähnlich wie bei Super Mario begibt man sich als Ritter Arthur auf den Weg, um seine Prinzessin zu retten. Nummer 4, Contra. Diesem Run-and-Gun-Spiel eilt der Ruf voraus, sauschwer oder gar unfair zu sein. Bei der endlos erscheinenden Gegnerschar auszuweichen und zurückzuballern scheint fast unmöglich. Und anders als bei der japanischen Version führt in der europäischen bereits ein Treffer zum Verlust eines Lebens. Nummer 3, Super Meat Boy. In Super Meat Boy muss man als Fleischkubus seine Freundin retten. Auch wenn der Plattformer mega schwer ist, bleibt es doch ein faires Spiel. Unsere Nummer 2, Getting Over It with Bennett Foddy. In diesem seltsamen Spiel muss man als Diogenes, der so nebenbei in einem Kessel steckt, mit einem Hammer einen Berg erklimmen. Der Spielstand kann nicht gespeichert oder geladen werden. Nummer 1, I Wanna Be That Guy. Das Spiel ist ein Jump'n'Run für Spielemasochisten und Schwierigkeitsfetischisten. Wer das spielt, ist verloren. Und welches Spiel treibt euch in den Wahnsinn? Schreibt es mir.